Habe ich auch immer gespielt. Spielen die auch mit dem Obi-Hörnchen? Nein. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ein Obi-Hörnchen ist. Ich weiß, was ein Obi-Hörnchen ist. Ich hatte so ein Kostüm tatsächlich sogar mal an. Was ist ein Obi-Hörnchen? Ihr kennt kein Obi-Hörnchen? Nein, wir kennen kein Obi-Hörnchen. Nein, nein. Uralte immer noch, Obi, immer noch ab und zu ein paar Löcher mit Dreck, wenn du noch hast. Ich wir noch kennen kein Obi-Hörnchen, Mann. Ja, ihr seid echt scheiße. Mann, du bist so scheiße, Alter. Füll mal noch ein paar Löcher mit Dreck. Ja. Meine nein, Mutter, Mann. Wenn meine Mutter das hören würde. Wir kennen kein Obi-Hörnchen. Kein Oberhörnchen? Was ist ein Obi-Hörnchen? Hört auf rumzuheulen, sagt es uns. Ein Obi-Hörnchen ist das eine sowas wie ein HB-Männchen? Das ist Tatsache ein riesiges, fettes Eichhörnchen mit einem orangen Pullover an. Baumarkt. Das ist so wie das Dentagard. Wie von Obi halt, ne? Oh, hier ist nochmal ein Dorf. Hui! Nein, Mann. Doch, ich will nicht ins Dorf. Ich plündere die jetzt aus. Mach doch. Wir hätten natürlich auch noch mit Microblocks arbeiten können und auch noch halbe und so mit ein. Nein, ja, Mann. Eigentlich wäre das voll cool, wenn man hier noch Half-Slaps reinschmeißt. Ja, eigentlich wäre das viel zu viel Arbeit, ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber darum geht's ja. Was? Nein, dass wir hier möglichst viel Arbeit in einem Projekt haben? Ja, wir können ja 1000 Folgen machen, ist ja kein Problem. 1000 Folgen, was ist das für ein Understatement. Wie viel WG-Folgen gibt's jetzt? 1100 irgendwas. Kriegst du unter der ersten Folge immer noch Kommentare, so wo die so Sachen sagen wie: Bist du scheiße? Das, ja. Du hast ja Kohle übersehen. Ja, krieg ich noch. Übrigens, es sieht jetzt fast so ein bisschen wie ein Muster aus, verdammt. Was? Ja, es sieht aus wie ein Muster. Ein Muster von Leuten, die hier drüber getrampelt sind, während sie versucht haben, die letzte Banane zu kaufen, weil die Mauer hochgezogen wird oder so. Mist, wer hat die letzte Banane gekauft? Verdammt. Die wollte ich haben. Mach mal die restlichen Löcher mit Dreck zu. Ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. Alter, wo sind denn die Kühe? Ich bin schon 500 Meter weit weg. In der Zeit habe ich schon das Feld so weit erweitert, dass wir fast von unseren Feldern leben können. Kühe! So, ja, aber immer noch dieses grüne Zeug. Pur. Die Fleisch muss aber orange und nicht gelb. Ich muss mir jetzt mal den Platz vom Saloon-Balkon aus angucken, von oben. Ich hab Kühe! Was? Du hast Kühe? Kühe! Gleich. Mö. Ich will Kühe, war das nicht auch irgendwas mit Werbung? Ich will Kühe, denn Tiere tun wir halt. Nee, das war ich esse Rosen. Die hat einen Friedenspanzer. Ja, sieht gut aus, kann man so abnicken. Muss der Bauherr noch abnicken, aber ansonsten ist alles gut. Shit. Warte mal, wir sind der Bauherr, fertig. Ja, muss der Bauer noch abreißen? Was der Bauer nicht ist, das kennt er nicht. Wie bauen wir jetzt einen Pranger? Das ist interessant. Microbox-Stücks. Bauen wir eigentlich auch einen Scheiterhaufen? Scheißhaufen? Ja, Hexenverbrennung und so? Ja, ja. Moment, ich glaube Hexenverbrennung. Warte mal, Hexenverbrennung ist viel, Alter. Ich wollte sagen, da müssen wir eine Burg bauen. Stopp. Nein, das stimmt nicht. Jetzt kommt's. Die Hexenverbrennung hat auch ordentlich im Wilden Westen stattgefunden. Ja, stimmt, da gab's die auch, ja. Ja. Aber das, Entschuldigung, wir gehen hier nur nach Klischees. Ich meine, warum sonst haben wir den Quoten-Mexikaner dabei? Ja. Mit Monokel, ja? Hallo. Und warum muss ich das eigentlich sein? Und wieso haben wir eigentlich keinen Quoten-Schwarzen dabei? Riva! Ja? Haben wir uns das nicht letztes Mal... Moment, ich decke ja schon die meisten Quoten ab. Ich meine, ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin Asiate. Ja, genau. Er ist der Mexikaner. Also fehlen ja nicht mehr viele Quoten, die wir abdecken müssen. Boys ist jetzt da, das heißt, wir haben auch wieder die Quotenfrau. Den Part hat ja vorher Rather ganz gut übernommen. Ja, hab ich ganz gut gemacht, ne? Ja, Panda, kannst du das auch mit der Stimme so hoch? Kann ich, aber ich würde gerne drauf verzichten. Nein! Mach das jetzt sofort! Meine Stimme wird eigentlich nur so hoch, wenn ich rage. Feste in die Eier kneife. Nee, dann wird die unheimlich tief. Könnt ihr alle schlafen, ne? Was zu essen? Kann mal einer mit was zu essen wiederkommen? Ach, denk nicht, ich hab auch nichts mehr. Wie geht denn das? Ich hab das Bett die ganze Zeit angedrückt. Kann nicht sein, ey. Ich hab's gesehen, ich dachte mir, Mist, ich muss schnell drücken. Drück das erste Mal, zack, direkt drin. Und du drückst immer noch weiter, weißt du? Ja, das ist unglaublich. Vielleicht stand mein Bett mehr im Schatten. Da war's im Schatten. Stand näher am Mond, oder was? Ja, der Mond ist auf der anderen Seite.
Ich hab die bessere Mondphase ausgenutzt. Kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Kommt mal mit. Ja, kommt mal. Kommt, ach, die ist ja auch mit dem Kühl beschäftigt, ne? Merkst du schon, ne? Wir können hier schlafen lange, wenn wir zu grau werden. Bauen wir den Pranger aus Dark Oak oder aus Spruce? Kommt. Spruce. Ich hätte ja gesagt, den Pranger vielleicht was ein bisschen ins Rote geht. Weiß ich nicht, wäre ich dagegen? Ich meine, Rot ist ein bisschen... Ich bin grell. Dagegen. Entschuldigung. Nee, ich meine eine Holzfarbe, die Richtung Rot geht. Ja, da fehlt nur Dschungel haben so wir was nicht. Hier. Und Akazie. Ja, gut, aber das würde zu grell wirken für einen Pranger, glaube ich. Okay. Glaube ich. Dark. Keine Ahnung. Dann ja. Dark. Nee, zu spät. Ich habe jetzt schon Spruz genommen. Spruz. Komm mit, du dumme Kuh. Komm mit. Oh shit, ich werde gehauen. Hallo, ich bin am Craften. Ich hab ihn schon verprügelt. Gut so. Ist ein Zombie gerade über meine Felder gelatscht. Wohl nicht. Ganz schön dreist. Da kommt noch einer. Noch einer. Oh Gott. Oh Mann, ich werde sowas von an, in die Luft. Hier sind drei Creeper, das finde ich nicht witzig. Hier, spiel mal jemand meinen Bodyguard. Ich sing dann auch oder so. Ja, ich bin da. Sing, komm. Sing. Creeper! Oh, jetzt ganz spontan, wo du das sagst, habe ich keine Lust mehr zu singen. Dann kannst du auch ganz hoch reden, wenn du willst. Als, Entschädigung, weil du nicht singen willst. Als Entschädigung? Im Normalfall musst du die Leute entschädigen, wenn du singst, oder? Ja, das kenne ich nur so, ja. Da kommt direkt eine Abmahnung wegen Schadensersatz und keine Ahnung was. Ja, wir haben gute Anwälte, ist kein Problem. Ja, das sagst du jetzt, ja. Ja klar, ich muss doch meinen Seelenvertrag immer irgendwo durchführen. Scheiße. Ich glaube mir, meine Anwälte, die sind geübt. Ja gut, wenn du es sagst. Oh Mann, drei Creeper getötet hier. Und nicht gestorben. Ein Wunder. Und nichts in die Luft gejagt. Irgendwas ist... Oh, hi Zombie. Ach, das wird der Galgen, ja. Ja, ich will da noch so eine Plattform hinbauen. Ich hole mir gleich die Dings dafür. Weißt du, damit man den da durch so eine Klappe droppen kann. Da kann man nämlich so eine Carpenter's Hatch für nehmen. Ja, habe ich in der letzten WG auch schon gebastelt. Ja. Oh, meine Idee ist so originell. Ich bin begeistert. Ja. Und der Vorteil war, wir konnten ja da fliegen durch die Gene. Man konnte den schön dranhängen, so einen Kopf nach unten. Jetzt irgendwas zu essen holen, drei Herzen noch. Wenn wir einfach fliegen haben wollen, wegen Bauen und so, dann können wir Morph mit reinnehmen. Naja, es passiert überhaupt nicht, Silvester. Wenn wir uns jetzt morphen auch noch. Den Fledermäuse am besten noch, ja? Genau. Na klar. Ja, eben. Ich bin eher für Simply Jetpacks, komm. Dann lass uns bitte auch noch diesen Hutmotto einmachen, wo man Hüte sich dann sammeln kann. Von der ganzen den gibt's auch mit Schwänzen mittlerweile, ne? Was, mit Schwänzen? Ja, der heißt Tails. Nein. Verursacht aber, doch gibt es, Tatsache. Aber er verursacht Lecks, wolltest du sagen? Nee, er verursacht Anzeigefehler. Ja, das ist ja scheiße. Er ist halt Alpha, ne? Ich habe eine Enderperle. Boah, wo ist denn der verkackte Carpenter's Hammer? Den hat bestimmt wieder irgendeiner von euch Pfeifen im Inventar. Also ich hab einen Chisel. Das ist, du brauchst eigentlich nur, wenn Werkzeuge fehlen, musst du nur Rosa fragen. Ja, in aller Regel kannst du davon ausgehen, dass er die hat. Den hast du mir letztens noch gegeben zum Bett umgestalten, weißt du noch? Ich glaube, das war da, wo ich gesagt habe, den hätte ich aber gern zurück, ne? Nee, hast du nicht gesagt. Sicher? Nee. Ich hab Videobeweis. Ich nicht. Siehst also du? Doch, ich schon. So, ich hoffe, ich kann das so platzieren. Ich prügel gerade Monster, hier sind so viele. Ich glaube, ich muss das ein bisschen höher machen, oder? Ja, also eins höher oder ein halbes höher. Ein halbes höher, sonst kann ich die Hedge nicht platzieren. So das Problem ist, dann musst du alles höher machen wahrscheinlich. Also ansonsten... Ja, wir müssen ja ein bisschen rumexperimentieren. Ja, experimentier mal. Ich bin eher Bodyguard momentan, wie gesagt. Ja, das finde ich ganz gut, sonst wäre ich wahrscheinlich eher tot momentan. Es ist jetzt einfach mal ein Spinnen. Sind so viele Monster, können wir jetzt mal ins Bett gehen, oder... Ist doch, sind wir gar nicht alle da, oder? Aua! Ich hab gehauen vor allem mit dem Monster. So, ich hab mir ja sagen lassen, ich brauche Level 21, um Infinity auf den Bogen zu verzaubern. Hast du dir das sagen lassen? Da haben mir einer geschrieben als Kommentar. Manu! Ja, sobald der Harpenter's Kammer da ist, kann ich das auch richtig machen hier. Ist da. Echt? Awesome. Ja. Ich habe übrigens wieder einen Inventarplatz frei, da bitteschön. Thanks. Awesomeste Tool ever. Ups. Oh, da komme ich nicht hoch. Ne? Der Ofen ist so langsam.
Wir haben noch mehrere davon. Das wäre zu einfach. Was machst du eigentlich am Ofen? Essen machen? Weil ich nichts mehr habe. In die Oven. Ich glaube, wir haben das Dorf verloren. Ha? Wenn ich den so angucke. Das Hängen funktioniert. Also ein bisschen Geigen vielleicht noch ein bisschen. Da sind keine, meinst du, da sind keine Leute mehr drin? Ne, guck mal hier. Also, hier ist ganz eindeutig ein Villager-Zombie rübergekommen gerade. Ja, ich weiß, Zombie schon, doch war kein Mensch mehr da. Also. Ja, dann sind die wohl jetzt tatsächlich alle hinüber. Aber gut, da sind genug Türen, dass man einen neuen ansiedeln kann. Ah, shit. Ja. Da, ich kann mir jetzt ein Bett bauen. Hättest du mich auch fragen können, hab ja eins übrig. Ich bin aber weit weg. Ach so. Dann können wir jetzt ins Bett gehen, oder was? Wow, ja. Creeper, Moment. Ach, ich hab hier schon... Zombie! Eine Dreier-Creeper-Action erledigt. Ich hab grad schon, ich weiß nicht, wie viele Mobs getötet. Wurde übrigens per Privatnachricht von, vor Hose gewarnt, ne? Wieso? Ja, mir wurde gesagt, dass jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, sind überall ständig ganz viele Fackeln. Das halte ich für ein Gerücht, das ist so nie passiert. Oh doch, das merke ich auch schon. Überall diese Fackeln, oh nein! Ja, so auch Kinder. Ich liege im Bett. Und ihr? Ich auch. Ja, ich bin jetzt zu weit weg. Ja, du bist zu weit weg. Du bist ja, ist ja gut, ich komme ja schon, meine Güte. Ich darf leider den Platz nicht verlassen, bevor du den Platz nicht verlässt, weil ich muss dich absichern, ne? Ist gut, wird nicht. Wollt ihr in dein Bett gehen? Oh, hast du echt sein Bett abgebaut? Wie platziere ich denn das Bett jetzt am besten? Beef! Ja, leg deinen Kopf an meine Füße. Beef wäre jetzt guten praktisch. Voice. Danke. Klang auf jeden Fall sehr crumbly. Das war 100% Bonbon. Oh, come on. Oder Schokolade. Das war Schoki. Schokolade oder Schokolade. Schoki? Na, guck mal, wenn du da jetzt stehst in der Mitte, ne? Steh mal da in der Mitte. Achtung! Bam! Gehängt! Tot. Genatzt. Genatzt? Eigentlich bin ich dafür, dass wir hier unten dann einfach so. Ein da fehlt noch ein Schild, wo drauf steht Get Wrecked oder so. Ich bin für einen Lava-Block. Du dismissed. Okay. Für was bist du? Für einen Lava-Block hier unten in der Mitte. Oh, steht ja nicht so viele Fackeln. Das ganze Ding ist aus Holz. Da finde ich einen Lava-Block vielleicht nicht so cool. Nicht? Aber, Du verstehst aber meine Intention, oder? Ja. Es gibt diverse Mods, diese Iron Spikes und sowas. Kühe. Hast du Essen mitgebracht, bitte, Reus? Ach, du bist immer noch nicht hier, ne? Wenn wir da unten Punchy-Sticks reinsetzen, kannst du dann tatsächlich, auch wenn du durchgefallen bist, nicht mehr raus. Das heißt, du stirbst wirklich. Komm, ja, weil die auch hoch sind, aber dann musst du erstmal. Punchy-Sticks ist was bei Umso Plenty? Nee, Tinkers. Echt? Okay, cool. Also wir müssen sowieso, wenn dann Tinkers Steelworks und Tinkers MacWorks mit reinnehmen, ne? Ja, klar. Tinkers komplett. So, okay, ja, Platz. Ja, wir sind fertig mit unserer Pranger. Aufgabe. Wir gucken euch Pranger. Also sonst zu und kommentieren alles abfällig, was ihr macht. Ne? Also. Pranger. Wir haben noch keinen Pranger. Okay, das Feld erweitert halt, ne? Ja, das ist eine sehr gute Sache, denn ich bin am Verhungern mal wieder. Oh, das Fleisch habe ich mitgenommen. Ich sehe es gerade in meinem Inventar. Ich habe ganz viel Fleisch dabei, aber ich habe es heute mitgenommen. Ja, Genius, ne? Damit wir hungern dürfen. Hallo, ich bin eine bedrohte Tierart, ja? Wenn ich hier aussterbe, ne? Dann ich hab auch Bambus dabei, also das ist nicht ich das gut. Problem. Bambus? Achso, das heißt Zuckerrohr, Den könnte man direkt hier neben bauen, oder? Ich weiß noch nicht so ganz, wie man das anstellt. Die mir Zuckerrohr andrehen, kriege ich ja instant Diabetes. Ja, Mann. Jetzt habe ich schon wieder 3000 Schafe bei mir. Pranger müsste ein Grund sein. Solange es Eier legt, bevor es Eier legt. Töte es, solange es Eier legt. Wieso, du kannst auch einen Pranger quasi... Also dann stirbt es an Altersschwäche. Ja, diese Hollow-Dinger machen, oder? Hier sind noch welche drin, glaube ich. Ja. Ich könnte jetzt sagen, töte es, solange es noch welche hat, aber... Weil dieser Hollow Spruce Wood. Töte es, solange es noch Eier hat. Kopf und Arme. Quasi. Das muss ja im Grunde nichts können, das Ding. Ja, das stimmt. Dann lass doch mal das machen und da unten irgendwie so... Ja, wie wäre es jetzt mit 4 Items oben reinkriegen ich in das Fenster? Was muss ich drücken? Shift, W und Linksklick. Shift, W und Linksklick. Fingerbrecher. Dann geht hier oben rein, ne, das Ding. Genau, ins Crafting-Feld. Und wenn du dann halt ganz viel zusammen craften willst, ist das ziemlich awesome, ja. Haben wir eine Kiste für Sandstone?
Warum ist hier Sand in der Holzkiste?